Ach, Mieze, jetzt bleib entweder da oder lass es bleiben. Da ist sie wieder, die junge Dame. Sie kommt und geht, wie das halt bei den Damen so ist, ne? Wer in meinem Alter ist, der weiß, von was ich spreche. Oder auch nicht. Aber wir sind ja da für Lego. Oder Klemmbausteine zusammenbauen. Ich mag Züge und hast gehört, er mag Katzen. Mhm. Auch nicht schlecht. Darf ich vorstellen, Kitty. 16 Jahre alt. Noch nicht verheiratet. Günstig abzugeben. Nein, Quatsch. So, was haben wir denn da? Das kommt jetzt da rein. Wieder nur einen falschen Fehler macht vor lauter Blödsinn quacken. Da kommt was jetzt rein? Ein silberner. Zwei Stück. Okay. Also jetzt haben wir dann wieder fast alle Farben verbaut. Möchte ich mal sagen. Na gut, da die Farbpalette von Lego ist noch größer, aber ja, das ist jetzt mal gelb, wenn ich das richtig sehe, kommt das dann. Hoppla. Manchmal ist Lego für so große Griffel nicht gemacht. So, da kommt schon wieder jemand kuscheln. Oder möchte gern kuscheln? Gell, du, ja. Naja, das finde ich nicht so schlimm. Naja, also ich sage jetzt mal trotzdem 120 Euro für eine Blech, für eine Pappschachtel, die wahrscheinlich im Ding Moin Lego Raptor, wie heißt, 15 Euro kostet. Wenn überhaupt. Also die Tatsache ist dann halt schon ein bisschen herb. Und ja. Und ja, ich bin da halt ein bisschen aus mich herausgegangen. Ich meine, wer mein Video gesehen hat, ich wiederhole mich wieder, ja, am 18., als mir die Kinnlade runtergefallen ist, was ich da an Giveaway bekomme, wird es gesehen haben. Und ich habe jetzt habe bis zu diesem Zeitpunkt ja lang rumgemacht. Mache ich überhaupt was? Bringt es überhaupt was? Oder ähnliches. Und der junge Mann eben hat dann bei mir den Auslöser gemacht, dass ich dann eine Runde Attacke gerufen habe. Aber das Interessante war, dass letztendlich Göldu es immerhin bis heute Morgen vor dem hat jeden interessiert, ich weiß. Ja. Okay. Ja, es hat, Entschuldigung, ich habe gerade den Faden verloren, musste gerade nachdenken, was ich eigentlich sagen wollte.
Und zwar, dass die Tatsache einfach die ist, dass. So, Mietze Katze, bist du wieder da? Möchtest du wieder hoch? Hey, mal Mietze Katze. Sie will wieder schmusen kommen. Ja. Jo, schlimm. Oh je. Ja, Mieze. Ja. Ja, da wird man doch ganz balla, wenn man auf einmal so ein Getier bei sich hat. Dann dreht man völlig am Rad. Da braucht man dann nicht unbedingt Lego. So, auch das war wieder verkehrt rum, vor lauter Katze. Schön, dass man jemand hat, auf den man schieben kann, gell du? Ah, jetzt hat. Ach, Mieze, bist schon wieder da und willst hoch. Hier, bitteschön. Sag auch schön Hallo. Den meinst du? Der hat doch was. Den in Technik, das wär's doch. Ob ich Lego mix oder nicht, naja, das ist so eine Sache. In meiner Steinchenstadt werde ich wahrscheinlich nicht drum rumkommen. Denn wenn du ein bisschen verfolgst, da haben wir den Simon hier drin, der hat mitbekommen, dass ich über GoBricks, über einen Händler, demnächst hoffentlich eine Lieferung bekommen werde. Ich sage jetzt mal hoffentlich, weil ich habe noch mal, wir haben die erste noch mal zurückgezogen zum Teil, also zurückgezogen insofern, weil ich noch mal ein paar Steinchen mehr dazu brauche. Gerade für den Berg ist das natürlich schon extrem. Was, das ist ja ein Teilegrab, anders kann man es nicht sagen. Und ja, da muss ich jetzt einfach schauen, dass ich hier hinkomme, dass ich hier. Na, was kommt denn wohin jetzt? Ja, wie soll ich sagen? Ja, irgendwie muss ich die Teile irgendwo herholen. Und dort muss ich natürlich jetzt schon gucken. Wie und was, ne?